Gut, dann machen wir uns weiter zum Kräutervibe auf. Glaubst du? Glaub ich nicht. Könnte er geflüchtet sein? Er muss hier in irgendwo stecken. Wer hast du nicht auf? Verdammt der Scheiße! Hast weiche Knie bekommen, was? Du wirst... Jetzt muss ich wieder aufpassen hier. Du bist tot! Noch einer. Das war halt schlecht gekämpft. Wisst ihr was? Ich habe vergessen, wie man blockt. Wie war denn das? Ah, so. Okay. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie man blockt. Ja, bei denen wird mir jetzt nicht viel. Mal schauen, was wir hier an Geld vielleicht noch mitnehmen. Aber Groschen natürlich. Oh, der Spitzhut vielleicht noch. Leinenkugel, den Rest, denke ich, lass mal da. Geld nehmen wir mit. Apfel auch. Brezen auch. 5 Groschen. Der Rest, denke ich, das lohnt sich alles nicht wirklich. Was ich aber direkt mal schauen könnte, ist, die sind von da hinten gekommen. Ob da vielleicht eine Art Lager ist oder sowas. War aber auf alle Fälle jetzt eine doch recht brenzlige Situation. In der Masse sind die Bauern, vor allem auch mit ihren teilweise weitreichenden Waffen, nicht ungefährlich. Ne, hier ist jetzt nichts Lagerartiges. Vergessen, wie man blockt. 2 Wochen. Unfassbar. So, komm her. So, wer hätte gedacht, dass das mit dem Kräuterweib hier so aufregend wird? Also, der Weg dorthin mit dem Kräuterweib selber war noch nichts aufregend. Ich hatte schon mal ein Kräuterweib kennengelernt, ich bin mir gespannt, aber die Karte war jetzt nicht aufgedeckt, also musste es ein anderes Kräuterweib gewesen sein. Das Rotwild. Kann ich bei dir auch den einen oder anderen Trank kaufen. Alchemitisch. Jetzt müsst ihr mir nur noch verraten, wo der ist. Ich schaue gleich mal auf der Karte. Denn da steht auch auf meiner Agenda, dass ich endlich mal die Alchemitische benutze. Vielleicht sind wir hier sogar richtig bei ihr. Gott schütze dich. Was können wir denn mit ihr üben? Kräuterkunde? Das war nicht so wichtig. Der Pfarrer schickt mich.
Es heißt, du stiftest Weiber zu Hexenwerk an. Ich? Hexenwerk? Das ist nichts als Klatsch. Raus damit, Vettel, oder ich dreh dir den Hals um. Na, das liegt uns nicht. Ich meine, es ist gut Charisma. Da sind wir sehr überzeugend. Redekunst auch. Wir machen es mal mit es Charisma. Es wäre besser für dich, aufrichtig zu sein. Ich will dir nichts Böses. Solange du die Wahrheit sprichst? Nun gut. Dann sag ich dir alles. Ich hab was richtig Dummes getan. Es plagt mich so, dass ich kein Auge zubekomme. Soll ich etwa glauben, dass eine alte Hexe das Gewissen plagt? Du weißt sicher, dass ich nicht bloß mit Kräutern, sondern auch mit Salben und Tränken handel. Aber da gibt's was, wo es mich reut, es verkauft zu haben. Ah, okay. Siehst du? Vera, Slata und Christa aus Uschice wollten Flugsalbe von mir. Hab erst abgelehnt, doch dann habe ich mich breitschlagen lassen. Was für eine Salbe soll das sein? Die enthüllt uns eine Welt, die uns sonst verborgen bleibt. Das Gewöhnliche verliert seinen Sinn. Die Blumen sprechen zu dir und die Erde tut sich auf. Weiß nicht, ob sie vom Teufel oder vom Allmächtigen stammt, aber Macht hat sie. Aber sie kann jeden vergiften, der nicht weiß, wie man sie handzuhaben hat. All das Geschwätz von Hexen, die sich damit einreiben und dann auf Besen zu ihrem Sabbat fliegen, kommt von... Die Salbe kann einen dazu treiben. War töricht von mir, den blöden Gänsen die Salbe zu geben. Könnten sich ja schließlich vergiften oder bei einer Vision von der nächsten Klippe segeln. Gibst du mir das Rezept für die Salbe? Da sind Tollkirsche und Teufelsbeere drin. Ziemlich giftig. Solltest dir also besser zweimal überlegen, damit Schindluder zu treiben. Warum hast du ihnen die Salbe überhaupt gegeben? Bin zu weichherzig. Weißt du, eins der Mädchen, Vera, hat seine Familie in Skalitz verloren. Und auch Slatas Mann ist tot. Die jüngste von ihnen, Christa, hatte eine Fehlgeburt von all dem Grauen. Sie meinten, sie wollten mit den Toten reden und sie bitten beim Herrn, ein gutes Wort einzulegen. Ich weiß, wie das ist. Aber das bringt ihnen nichts als den Tauchstuhl und den Scheiterhaufen. Richte nicht, wenn du nicht willst gerichtet werden. Ich wollte ihnen die Salbe nicht geben. Aber da sie einen Haufen Groschen boten, habe ich ihre Verzweiflung erkannt und ihr Flehen erhört. Ihr Flehen oder das Klimpern ihrer Münzen? Wieso bist du plötzlich in Sorge um sie? Woher der Sinneswandel? Hat mir den Schlaf geraubt. Erstens wissen die Weiber gar nicht, was sie da treiben. Und außerdem könnte man's als Hexerei auffassen. Und weißt du, was man mit Hexen macht? Bei lebendigem Leib verbrennen. Genau. Also wundere dich nicht, dass ich mich sorge. Vorher hat es dich doch auch nicht gestört. Wofür wollten sie die Salbe? Alle haben sie kürzlich einen geliebten Menschen verloren. Das wiegt schwer. Okay, das wissen wir schon. Sie wollten zu den Toten sprechen. Ich habe genug gehört. Falls du genug gehört hast, musst du verstehen, wieso ich deine Hilfe brauche. Finde heraus, was die Frauen vorhaben und wache über sie. Schütze sie. Ja. In Ordnung. Aber nur, weil der Pfarrer mich drum gebeten hat. Tausend Dank. Ich gehe zum Pfaffen und erkläre dem alles. Kümmer du dich um die Frauen. Möge Gott über dich wachen. Mach ich. Aber tatsächlich muss ich mich jetzt mal an den Alchemietisch setzen. Und das Interessante ist, wo ist der Alchemietisch? Ich komme hier gar nicht näher ran. Was hier ist der Alchemietisch? Da ich noch nie einen gesehen habe. Aber da werde ich nicht rein dürfen. Doch. Darf ich hier reingehen?
Ah ja, darf ich reingehen? Sehr gut. Das ist der Alchemietisch. Alchemie beginnen. So, das ist also Ziel dieser Alchemietisch. Alchemie beginnen. Du hast gelernt, Gift und andere Substanzen. Das ist eine Hilfefunktion. Inventar, Blasebalg, RT. Du hast gelernt Alchemie. Muss ich jetzt nachher erstmal die Hilfe aufrufen. Alchemie. Alchemie ist eine nützliche Fertigkeit, um Kräuter und andere Zutaten in Tränke und Heilmittel zu verwandeln. Dazu benötigst du Kenntnisse über Alchemie, ein Rezept, einen Alchemietisch und die benötigten Zutaten. Im Alchemielabor findest du auf der rechten Seite des Tisches ein Herbarium mit allen Eigenschaften der Kräuter und allen Rezepten, die du bislang gelernt hast. Du öffnest es mit A und blätterst mit Y durch die Seiten mit den Rezepten und Pflanzenbeschreibungen. Am besten folgst du den Rezepten aus dem Buch, halte im Rezept A gedrückt, um sämtliche nötigen Zutaten direkt auf den Alchemietisch bereitzustellen. Folgst du Rezepten aus dem Buch, halte im Rezept A gedrückt, um sämtliche nötigen Zutaten. Okay. Nächste Seite, Alchemie. Die Schwierigkeit des Brauvorgangs variiert und jedes Rezept besteht aus unterschiedlich vielen Schritten. Der erste Schritt ist immer das Einfüllen der Trankbasis, die du aus dem Regal zu deiner Linken findest. Dann fügst du dem Kessel die Zutaten vom Board rechts hinzu. Sollte das Rezept es erfordern, musst du die Zutaten mit Mörsel und Stößel zermahlen. Du kannst dazu die Schale neben Mörsel und Stößel benutzen. Hui, der nächste Schritt ist, die Mixtur je nach Rezept mit entsprechender Flamme zu brauen. Dies wird mit Hilfe des Blasebalgs LT reguliert. Wenn es manchmal genügt, etwas bei niedriger Hitze zu erwärmen, musst du manchmal den Blasebalg so lange benutzen, bis der Mixtur kocht, was du am Blubbern erkennst. Mit der Sanduhr RT so sorgsam bemessen, wie lange der Trank braut. Das Gebräu kann man direkt vom Kessel in die Fiole gegossen oder destilliert werden. Die Abfolge des Rezepts muss präzise eingehalten werden. Weichst du zu stark davon ab, ist der Trank unbrauchbar, was bedeutet, dass du alle aufgewendeten Zutaten verlierst und der Brauprozess wiederholt werden muss. Schauen wir mal. Also Kessel. Hier ist das Rezept. Wollen wir mal lesen. Es gibt einen Wermutgeist, ein bitterer Kräuterschnaps, der deine Venen mit Stärke erfüllt, aber auch zu merkwürdigen Visionen führt. Deine Stärke und deine Fertigkeit Kampf sind für 10 Minuten um 5 Punkte erhöht. Was haben wir noch für Rezepte? Retterschnaps. Wer hiervon kostet, speichert das Spiel und rettet seine Seele, und sollte er dem Tod erliegen, so möge er wieder auferstehen. Bereite Wein, 2 Handvoll Tollkirschen und 1 Handvoll Nesseln vor. Lass die Nesseln für 2 Sanduhrdurchläufe kochen, zerkleine Tollkirschen, gib die Tollkirschen hinzu und lass alles für den Sanduhrdurchlauf kochen. Wein, Brennnessel, Tollkirsche. Was haben wir noch für Rezepte? Gift. Gift, Schlaftrunk. Das war's. Okay, Retterschnaps wäre natürlich für uns ideal. Dazu brauche ich allerdings Wein, Brennnessel und Tollkirsche. Wie war das jetzt? Auf dem Regal standen die Sachen da rum? Ja, tatsächlich. Wein. Wo ist das? Das ist die Fiole, Destillator. Okay, mir fehlen natürlich die Tollkirsche. Schauen wir nochmal rein. Einmal Brennnessel, 2-mal Tollkirsche. Vielleicht habe ich das ja auch schon irgendwie dabei. Zählt es als Nahrung? Wermut haben wir nicht, Salbei, Brennnessel hätten wir. Schauen wir mal ganz kurz. Muss ich verlassen. Ins Inventar. Gefährten. Habe ich hier Tollkirsche, ne? Nee, ich habe keine Tollkirsche. Aber ich dachte, dass irgendwo drin stand, dass es automatisch funktioniert, oder? Was aber auch keinen Sinn machen würde eigentlich. Ich meine, dass ich die Sachen... Nee, hier stehen keine Tollkirschen rum. Ich schaue jetzt nochmal Alchemie beginnen, nochmal auf die Hilfe. Des Tisches, alle Eigenschaften Rezepten, aus dem Buch halte Rezepte und sämtliche nötigen Zutaten auf den Alchemietisch, halte im Rezept A gedrückt, um sämtliche nötigen Zutaten direkt auf den Alchemietisch bereitzustellen. Aber da ich sie nicht habe, wird es ja wohl nicht gehen, oder? Wir können es ja mal probieren. Jetzt muss ich nochmal lesen. Spinne ich jetzt? Ey, da stelle ich mich jetzt wieder an. Halte im Rezept A gedrückt. Okay, wir probieren es mal, aber würde mich jetzt wundern, weil Tollkirschen habe ich nicht. Lesen. Vorbereiten. Nee, habe ich. Du hast nicht alle Zutaten für dieses Rezept. Dann schauen wir mal, ob wir vielleicht 2 Tollkirschen kaufen können.
verlassen. Beim Kräuterweib. Schauen wir mal. Lass uns handeln. Gräser und Kräuter 3. Nach Stufe 10 war es auch noch sehr, sehr teuer. Was haben wir denn hier alles? Rezept für Katerbier, Konservierungsmittel, Puppenmachertrank. Was macht denn der? Kommt dieser Trank in Berührung mit jemandes Haut, so wird diese Stelle umgehend betäubt. Der arme Tropf wird mit seinen geschwächten Muskeln regungslos dastehen wie eine Statue. Der Trank hilft allerdings gut bei Schnittwunden, da man keine Schmerzen spürt. Hüte dich jedoch davor, ihn bei Gesunden anzuwenden. Der Strauchdiebtrunk. Wer schlecht hört oder lauten Schritt ist, möge hiervon trinken, um die Ohren zu spitzen und die Glieder zu lockern. Dann sei er von seiner Last befreit, auf dass er hören und schleichen möge wie eine Katze. Interessant. Tollkirschen. 2 Tollkirschen brauche ich in den Warenkorb. Was kosten denn die? Kosten nicht viel. Na komm, dann kaufen wir doch mal alle 8 gleich. 25. Hahnenschreitrank. Stellt Energie wieder her, macht dich munter und hält die Müdigkeit für eine Weile fern. Erhöht deine Energie um 20 Punkte. Was kostet denn der? 32. Komm, nehmen wir da auch noch mal 2 mit. Annehmen. Rezept für Gift, Katerbier. Konservierung, was macht denn das Konservierungsmittel? Essen lange frisch bleibt. Der Benutzer ist mit diesem Trank, es wird länger haltbar sein. Auch nicht schlecht. Aber jetzt erstmal würde ich sagen, kaufe ich mir jetzt nichts weiteres hier. Warenkorb prüfen. Komm, wir schließen den Handel direkt ab. Brennnessel müsste ich eigentlich haben, oder? Schauen wir nochmal im Pferd vorbei. Schade, dass man hier nicht sortieren kann. Wie viel Brennnesseln habe ich denn jetzt? Sonstiges. Brennnessel 7, ja, das reicht. Okay. Wein stand ja da auch rum. So. Lesen. Wenn ich jetzt auf A vorbereiten. Ich habe nicht alle. Ach, zwei. Moment. Einmal Brennnessel, zweimal Tollkirsche. Habe ich doch. Das war das falsche Rezept. So, jetzt. Nein, Rezepte. So, vorbereiten. Okay. Bereite den Wein, 2 Handvoll Tollkirschen und 1 Handvoll Nesseln vor. Lass die Nesseln für 2 Sanduhrdurchläufe kochen. Das heißt, wir nehmen jetzt den Wein. Benutzen. Schauen wir mal. Zwei Handvoll Tollkirschen, Handvoll Nesseln. Lass die Nesseln für 2 Sanduhrdurchläufe kochen. Zerkleinere die Tollkirschen. Gib die Tollkirschen hinzu und lass alles für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Also erstmal die Brennnessel kochen lassen. Allerdings muss ich noch die Tollkirschen zerkleinern. Wo war das denn? Mörser. Kann ich jetzt nicht benutzen. Interessant. Tollkirsche. Okay, jetzt machen wir es mal Schritt für Schritt. Nesseln kochen, benutzen. Jetzt ist die Frage, hat er jetzt einmal Brennnessel genommen oder zweimal? Wahrscheinlich nicht. 2 Handvoll hat er geschrieben. Dann machen wir mal 2 Handvoll. Stimmt's auch wirklich? 1 Handvoll Nesseln, okay. 1 Handvoll. Gut. Zurück. Jetzt müssen wir es kochen lassen. Und zwar, lass die Nadeln für 2
Sanduhrdurchläufe kochen. Also erstmal. Noch blubbert nichts. Muss ich den gedrückt halten? Jetzt blubbert's. Sanduhr benutzen. Ein Durchlauf. Zweiter Durchlauf. Jetzt muss ich die Tollkirsche zergleichen. Ja, ist die Frage. Tollkirsche benutzen. Ob ich es von der Kochstelle hätte runternehmen müssen? Wahrscheinlich nicht, oder? Benutzen. Hätte ich da auch schon gleich zweimal die Tollkirschen reintun können? Was mache ich denn mit dem Tiegel? Erstmal da reinlegen. Dann nochmal Tollkirsche. Kowalski! Ich hätte ihm sagen sollen, dass er schlafen soll. So, jetzt haben wir zweimal Tollkirsche. Und dann steht hier, zerkleinern Tollkirschen, gib die Tollkirschen hinzu und lass alles einen Sanduhrdurchlauf kochen. Okay. Tiegel benutzen. Kessel. Okay, dann. Noch kocht's nicht. Jetzt kocht's. Okay. Das war's. Jetzt muss ich das wahrscheinlich in eine Fiole füllen. Benutzen. Jawohl, Retterschnaps gebraut. Sehr schön. Okay, haben wir das auch mal gemacht. Bin mir nicht so ganz sicher, ob ich oft Getränke brauen werde. Außer es macht Sinn, kann ich ein Schloss knacken, leicht. Ja, ich muss üben. Üben, wo es geht. Hier ist es. Entriegelt. Ich werfe jetzt trotzdem mal einen Blick rein. Hirschleder, coole Rezepte, Flugsalbe, Schafsleder, Wildschweinleder. Okay, schließen wir jetzt. Dieb werden wir nicht. So, Kowalski. Vielleicht brauchst du mal ein bisschen was zum Essen, hä? Füttern. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Jetzt bin ich gespannt. Er hat es ja schon ein paar Mal nicht gefressen. Einmal Dörrfleisch. Ja, jetzt habe ich mir mein eigenes Hindernis hier hingesetzt. Na ja, gut, er frisst Gott sei Dank. Ist ein guter Esser. Perfekt, alchemistisch auch mal ausprobiert. Das heißt, wir schauen jetzt zurück und schauen uns die Quest an mit den... ich glaube, es ist jetzt selber die Weiber genannt, oder? Dann darf ich das auch. Tanz mit dem Teufel. Ja, Alin Uschice. Unterhalte dich mit den Frauen aus dem Dorf über die Flugsalbe. Dann einmal zurück nach Uschice.
Hier war auch irgendwo mal ein Kumanenlager, gell? Ich halte auf alle Fälle mal die Augen offen. Ja, das ist aber richtig. Ich finde es sehr schön, dass es sich ja auch lohnt, hier überall mal die Augen offen zu halten. Davon abgesehen, dass es natürlich einfach traumhaft schön aussieht. Da oben ist auch noch so eine Windmühle. Ich habe ja auch noch einen Schatz hier in der Nähe. Fällt mir gerade ein. Nördlich von Ushice müsste einer sein. Vielleicht sollte ich das noch mitmachen. Jetzt mal südlich hier. Irgendwo am Waldrand eine Hütte mit weißem Dach, sollte ich mal nachschauen. Da ist nix. Was haben wir hier? Ui, was ist hier passiert? Blumen? Ist das irgendein Getränk, ein Schnaps oder so? Sieht irgendwie nach einem Streit aus. Ist das ein Kleid, ein Rock? Also entweder das ist ein Liebesnest oder hier wurde jemand vergewaltigt. Weiß auch nicht, was ist hier? Hier ist ein Wein. Liebestrank. Was kann denn der genau? Moment hier. Nahrung. Was macht der genau? Die Menschen werden dich lieben. Der Charisma wird für 10 Minuten um 5 Punkte erhöht. Also mein Gefühl sagt mir, hier ist was Böses passiert. Warum würde die Frau sonst ihr... Was ist hier? Groschen. 166 Groschen. Die nehme ich jetzt mal mit. Wenn sie so offen rumliegen, sehe ich es nicht als Diebstahl an. Ich sehe schon, ich weiche immer mehr auf. Aus, wenn hier ein Feuer gewesen wäre. Oh, blutige Schütze, jetzt sehe ich es erst. Hier ist jemand ermordet worden. Eine Leiche haben wir nicht. Vielleicht in den Wald reingebracht. Na, ist wahrscheinlich jetzt zu weit hergeholt, was ich mir jetzt hier zusammenreime. Ja, ich glaube, ich reime da was zusammen. Okay. Tja, Brandschutz war natürlich jetzt hier nicht mit der Fackel in der Strohhütte. Sollte vielleicht auch nochmal... Lazarus-Elixier, Liebestrank, Ritterschnaps, Ringelblumenaufguss.
mal einen essen. Eine Kuh im Gras. So sind denn diese. Ach so, die sind zum Stroh auf Schichten. The Real Ravenbane schreibt auch gerade, Brandschutz rotiert. Vielen Dank für die erste Meldung hier im Chat. So, schauen wir mal, wo wir jetzt hier... Okay, mal über den Fluss rüber. Rüber. Wahrscheinlich eine der Frauen. Was? Ich habe irgendwas mit Hilfe gehört. Ja! Ist das der Richtige? Nee, da vorne ist der Richtige. Aber da bin ich gespannt, ob ich da hinterherkomme. Dieb! Haltet ihn, haltet ihn! So, helfe mir doch jemand! Dieb! Los, Kowalski, fass! Frecher Welpe! Alle dobre Delle. Okay. Dem hast du es gezeigt. Danke, diese diebische Elster. Man kann niemandem mehr trauen. Damit du weißt, dass ich nicht geizig bin, eine Kleinigkeit. Danke. Töten, nee. Geht es jetzt als Diebstahl? Na gut. Da brauchen wir jetzt nichts nehmen. Turnier in Rattay statt. So, mach mal hier Lauf frei. Komm mit, Lauf frei. Vielleicht ist er etwas weniger genervt. Lauffrei, das nützlichste Kommando für deinen vierbeinigen Gefährten, da er so die größte Handlungsfreiheit hat und dir hilft, wann immer er kann. Er verteidigt sich im Falle eines Angriffs und hält deine Gegner auf Trab. Er folgt dir, wenn du auch gehst, hat aber jedoch bis zu einem gewissen Grad seinen eigenen Kopf. Das ist ganz gut, dann ist er nicht mehr so ganz in der Nähe. Kann ja manchmal doch ein bisschen störend sein. So, auf zur ersten Frau mit der Salbe. Flugsalbe war das, glaube ich, gell?